2008 wird Claude Lévi-Strauss 100 Jahre alt und gleichzeitig in die Edition Pléiade aufgenommen. Als einer der wenigen Schriftsteller, die zu Lebzeiten in dieser berühmten Reihe erschienen sind. Er hat die Texte zu diesem Band selbst ausgesucht. Vincent de Benne, Frédéric Keck und andere haben sie kommentiert. Je n'ai jamais été formé à la profession d'ethnologue. Je suis un ethnologue de raccro, un ethnologue improvisé. Lévi-Strauss ist jemand, den man lesen kann. Ich wollte gerade sagen, den man lesen muss. Aber den zu lesen nach wie vor interessant ist, obwohl die Schlagzeilen in der Presse, auf die sie sich beziehen, heute schon oft dazu neigen, ihn zu einem Monument der Vergangenheit zu machen. Toutes ces années d'adolescence ont été des années d'extrême dilettantisme. Si je puis dire, tout m'intéressait, trop de choses m'intéressaient. Je faisais de la philosophie qui m'intéressait bien entendu. Enfin, il y a probablement très peu de domaines de l'activité intellectuelle qui ne m'aient attiré, qui ne m'aient séduit et vers lequel, à un moment ou l'autre, j'ai pensé que je m'orienterais. Beim Lesen von Lévi-Strauss erlebt man die ständige Freude, einem derart klugen Denker zu folgen. Und die weit größere Freude in den Momenten intensiven Verstehens oder intellektueller Erleuchtungen, wenn man tatsächlich begreift, was da passiert.